Und damit willkommen bei Beauty Venture. Wir sind's wieder, Basti und Diana. Und heute gucken wir uns ein verlassenes, komplett eingerichtetes Haus an. Angeblich soll hier jemand gestorben sein. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam mit euch um und versuchen herauszufinden, ob hier wirklich jemand gestorben ist. Also, los geht's. Was ist denn da drin hier, oder? Kommen Sie mal ganz schnell nach oben hier. Störung der Toten? Wo war der Mann? Das ist ein Fresser. Die Frau war polnisch, ne? Doch, das sieht doch verdächtig danach aus. So, als allererstes hier haben wir so eine Art kleinen Gartenbereich, wo noch ein Bäumchen steht und eine Außentoilette ist. Ja, ein Plumpsklo ist das, oder? Ja. Okay, auf jeden Fall mussten die, wenn sie auf Toilette mussten, rausgehen, oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja. Okay. Ja, und direkt hinter mir sieht man jetzt hier auch schon so einen Schuppen irgendwie. Das da unten sieht aber so ein bisschen aus wie so ein Katzeneingang, ne? Ja, irgendwie ja, ne? Also hatten die vielleicht Katzen hier. Oh, bisschen eng, ne? Ja, ist schon ein bisschen was eingestürzt. Okay, so sieht es hier also aus. Okay, hier sind einige Eierkartons leere. Okay. War das vielleicht ein Hühnerstall hier? Ja, nebenan ist ja auch nochmal ein Schuppen. Gab es auch eine Tür, einen Eingang? Weiß ich nicht, gucken wir mal. Hier, den da meine ich. Ah, die Tür ist sogar offen. Hier sieht man auch schon direkt eine Rasenmäher vor der Tür stehen. Okay. Hier stehen irgendwelche Fenster. Oh, Vorsicht, hier bricht schon alles ein. Dass du dagegen läufst. Nee, das hier sieht eher aus wie so ein Werkzeugschuppen. Guck mal, hier. Der hat, glaube ich, viel mit Fahrrädern gemacht oder so. Mhm. Hier hängen überall so Fahrradschläuche, ne? Ja. Nee, das hier sieht eher aus, wie als hätte man hier rumgewerkelt. Da steht auch noch sowas wie so eine kleine Mini-Werkbank. Ja, da zumindest so ein Abstelltisch für irgendwelche Kleinteile. Ich sehe jetzt hier sämtliche Schrauben und Muttern und sowas. Ich frage mich jetzt nur, ob die Fenster dann quasi an dem Haus fehlen. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Müssen wir gleich mal gucken. Wenn die hier draußen liegen. Einfach nur Ersatzhof. Oder Ersatz. Hier ist sogar noch eine Tür. Also dieser Schuppen ist in drei Abteile abgeteilt. Also noch ein Eingang. Was siehst du da? Ich sehe einen Kinderwagen. Ich sehe hier vorne irgendwelche Holzkisten. Also so eine das sind ja so eine Obstkisten, ja. Du hast eben gesagt, dass da ein Kinderwagen war, ne? Ja, ich habe einen Kinderwagen gesehen. Ja, aber hier hängt nämlich auch noch eine Kinderschaukel. So, und da hinten ist noch ein Schuppen. Würde ich sagen, gehen wir jetzt da einmal gucken und dann gehen wir in dieses Haus. Das klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan, ne? Okay, hier liegt auch wieder Werkzeug. Noch eine Tür. Ich krieg die gar nicht richtig auf. Ach, hier ist sogar ein Waschbecken. Und eine Kühltruhe. Oh, hier riecht es aber schon ein bisschen muffig gerade. Na? No. Das sieht mir fast aus, als würde hier einer, als hätte hier einer gewohnt. Ich meine, ist alles dafür da. Ist sogar noch eine Zahnbürste drin. Und ein Rasierer. Und ein Rasierer. Da war das hier vielleicht sowas wie so ein Waschraum. Ja, ne? So ein Waschraum und halt in der Kühltruhe wurde hier irgendwas noch gelagert. Mhm. Weil die Toilette ist ja draußen. Ja. So, was haben wir hier noch? Riesengroße Öltanks. Hier ist ein Öltank? Ja, direkt zwei Stück. Nee, wurde ja hier auch geheizt, oder? Ja, ich sehe sogar eine Heizung da rechts. Und ich würde fast behaupten, dass da sogar noch was drin ist. Hier hängen noch Jacken und ein Helm zum Arbeiten. Und dann geht's hier direkt weiter in so einen Raum. Oh, ja, das ist doch noch aus Ü-Eiern, ne? Aber wie viele? Ein bestimmtes Vermögen wert. Ja, wer weiß, ne? Ich habe ja gehofft, dass ich hier einen Hippo finde. Hier gibt es keine Hippos. Ja. Die Hippos waren am coolsten, ne? Ja. Guck mal hier oben. Ah, überall so eine Maurerkellen. Ja, aber richtig viele. Da hat die Person, denke ich mal, halt irgendwas gemacht damit. Maurerarbeiten, ne? Vielleicht war das ein Maurer. Ja, auch Fassadenfarbe und so. Ja. Oder einfach nur für Arbeiten an dem Haus. Hier weiß man natürlich nicht. Aber so viele Kellen. Ja, das ist schon echt viel. Ja. Okay. Alles so eine Massivholzschränke, die aber anscheinend fast vollständig leer sind. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Was haben wir hier noch? So einen uralten Sessel. Sieht aus wie so ein DDR-Sessel. Siehst du das? Ja, sieht echt alt aus.
So ein Bild vom Traktor drauf. Geht nicht mal auseinander, halt mal fest. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Also eigentlich will ich schon wissen. Ich will's wissen. Okay, warte. Das kriegen wir nicht auseinander. Warte. Nee. Das ist komplett fest. So eine uralte Blechdose. Sieht aus wie so eine Milchkanne oder so. Aber auch hier wieder unzählige Eierkartons. Ja. Und ein altes Waffeleisen hier. Schau mal, das sind noch die richtig guten von früher. Was will ich denn da für ein Köfferchen? Wow. Das ist ja schon eine Rarität hier, das Ding. Ja, ne? Ja. Hier ist auch noch eine alte Jacke. Ist das eine Herren- oder eine Damenjacke? So ein Blazer von einer Frau, oder? Ist relativ klein, oder? Also das sieht aus wie so ein Damenblazer. Steht aber auch nichts drin. Nee. Das sind ja noch mehr Ü-Eier. Also Ü-Ei-Figuren. Das ist ein richtiges Ü-Ei-Paradies hier, wa? Ja. Auch leer, ne? Nee, da sehe ich noch Schuhe. Also Damen- und Herrenschuhe, oder? Ja, gemischt, oder? Ja, okay. Dann mal einen kleinen Hinweis. Ja, so, aber sonst ist hier alles leer. Ich würde sagen, wir gehen auch erstmal raus, oder? Hier draußen steht auch noch ein Tisch. Eine ganz alte Hollywood-Schaukel. Leider schon komplett kaputt. Und es hat hier so den eigenen kleinen Bereich, so richtig mit so einem kleinen Tor und so einem Rosenbogen. Das sah früher bestimmt mal richtig schick aus. Würde ich aber sagen, gehen wir direkt ins Haus rein. Und hier konnte sich richtig aufgehalten werden. Wahnsinn. Wie so ein kleiner Vorraum, ne? So ja. Eine Art Wintergarten oder sowas. Guck, ich bin nach Skier. Aber uralte Skier. Ja. Was steht denn da? Rennsteig? Rennsteig, ja. Das ist auch wieder eine richtige Zeitreise hier heute. Das sind ja wirklich alte Sachen, ne? Hier wieder eine Damenjacke. So eine ganz alten Kleider, so von früher. Siehst du das, ja? Das ist eine 60er, 70er oder so? Ja. 2010 steht da drauf, oder? Ja. Boah, 33 geboren. Okay, aber das ist ein Herrenname auf jeden Fall. AOK Sachsen-Anhalt. Das ist wirklich schon alt. Das ist immer ein Datum, ne? 33. Lass mich mal rechnen, was haben wir jetzt? 23. 90 Jahre oder was? Ja. Wer weiß, ob der Mann noch lebt. Hier sieht man auch wieder so ein bisschen so Kinderspielzeug und so. Ich denke mal, das hier waren Oma und Opa und Oma und Opa hatten immer ihre Enkel zu Besuch. Kann ich ja, mir auch so vorstellen, Fall. Hier ja. Seht ihr ja auch Spielzeug und so. Autos. Eine richtige kleine Spielzeugkiste für Kinder. Hier oben auch überall. Schön. Was war denn das? Ist der Wind oder ist gerade ein Tier drüber gerannt? Ich glaube, das war ein Tier, was darüber gehuscht ist. Ja, hört man das? Auf dem Dach rennt irgendein Tier, oder? Eine Ratte oder so wahrscheinlich, oder? Ein Waschbär. Oder ein Waschbär, mit denen hatten wir jetzt in letzter Zeit genug zu tun. Ja. Aber warum steht jetzt hier so ein aufgespannter Schirm? Ich glaube, der wurde von draußen einfach nur reingestellt. Ja, ne? Ja, dass der nicht wegfliegt oder so. Erstmal hier so in den Vorraum. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch irgendwelche alten Keksdosen entdeckt. Kannst du ja mal schauen, ob da noch irgendwas drin ist. Vielleicht auch wieder irgendwelche Ü-Eier-Figuren oder was? Geschenkbänder. Hm. Ich glaube, nichts mehr drin. Ist auch nichts mehr drin. Ja, auch nicht, ob das schimmelt. 25. Juni, 29. Juni, Prüfungen und Klassenfahrt am 16. Juni. Klassenfahrt? Ja, vielleicht vom Enkelkind oder so. Oder vielleicht auch noch vom eigenen Kind. Ach, hier ist eine Leute. Arbeit. Drei Punkte. Leistungskontrolle. Klasse 11a. Ist ja dann schon etwas älter, das Kind. Ja, also Na, vielleicht ja. mehrere Kinder. Einmal kleine und eine ältere, die hier richtig Prüfungen hatte und so. Ja, die Tür hier ist zu. Polizeidienststelle vor Ort. Sowas sehen wir voll oft, ne? Ich lasse keinen Unbekannten in meine Wohnung. Warum sehen wir sowas hier immer? Ich weiß nicht. So, wir sind wieder draußen. Da wurde schon sämtliches Zeugs entrümpelt. Da sind ja noch mehr Schuppen. Da sind noch mehr Schuppen. Wollen Sie sich noch angucken, ja. bevor wir reingehen? Wir müssen aufpassen, hier ist nämlich direkt die Straße. Und auch unten wieder mit so einer Luke. Mit einer Klobrille? Ja. Provisorisch gemacht, damit die Tiere da reingehen können. Ja, das wird keine Katzenklappe gewesen sein. Sondern eine Hühnerklappe. Das wird eine Hühnerklappe gewesen sein. Also doch Hühner. Ja, das sieht mir jetzt dann noch aus. Ja? Ja, irgendwie schon. Also da sehe ich so einen Kasten. Denke mal, da waren die dann drin. Ja, wenn sie hier tatsächlich Hühner gehabt haben. Ah, und Mücken, die mich stechen. Was haben wir hier? Könnte vielleicht sogar eine Garage gewesen sein, von der Größe her, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und da vorne ist ja auch direkt so ein Einfahrtstor.
Und schau mal, hier sehe ich mich auch ein Autoteil. Motorhaube oder was da? Stimmt. Von was für ein Auto? Auf jeden Fall irgendwas ganz Altes. Direkt nebenan ist noch ein Schuppen. Also, eins muss man sagen, ne? Die hatten hier schon viele Schuppen. Das stinkt hier voll. Ja. Waren hier vielleicht auch Hühner drin? Oder wer weiß. Noch mal andere Tiere, Ziegen oder sowas? Das riecht hier voll. Mal reingehen? Draußen regnet es. Das riecht hier voll nach Ziege. Auch diese uralte Lampe hier oben. Wahnsinn, ne? Ja. Ist total vergilbt. Schon angeschmalzt. Aber hat irgendwie was. Was ist das? Das ist voll schwer. Ja, was ist das? Wie immer, wenn ihr irgendwas wisst, was wir nicht erkannt haben, könnt ihr das immer gerne in die Kommentare schreiben. Hier liegt auch noch Kohle. Was, ein Euros? Nee, Kohle. Hier. Ja. Und, das ist ein bisschen unheimlich, hier ist eine Leiter. Die für so einen Dachboden, hoch. Der da oben ist. Willst du da mal hochgehen, oder was? Ja. Na, sieht doch stabil aus. Sieht stabil aus, findest du? Total. Ja, ne? Oh, Marketti. Das denkst du nur. Ja. Alles durchgewachsen, aber ich kann dir nicht sagen, was hier gelagert worden ist. Was ist denn das für ein schwarzer Kasten da hinten? Kannst du das erkennen? Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Autositz oder so. Das Ding da. Sehr interessant. Aber ich frage mich, wofür sie Kohle hatten, wenn sie Öl hatten zum Heizen. Ja, vielleicht um so noch zu heizen. Gut, so, dann haben wir jetzt draußen alles gesehen. Ja, rein ins Haus. Rein ins Haus. Da wartet ihr die ganze Zeit schon drauf, oder? Warte mal schnell, ich muss nur ganz kurz die Linse mal sauber machen. Diana wieder verloren. Jetzt war ich wieder so vertieft. Boah. Schreckt die mich hier? Ich dachte, du wärst schon reingekommen. Nein, nicht ich. Ich hab dann gerechnet, dass du da drin bist und nicht von da kommst. Ey. So, ich würde gern vorgehen. Okay. Riecht schon so ein bisschen nach Muff hier drin. Du. Ja, ne? Aktiengesellschaft. Ah ja, das hatten wir da erst. Hatten wir ja auch erst, ja. Wasser hatten sie ab 2002. Ach so, die ja. Wollten quasi an das Abwassernetz ran. Genau, haben so einen Antrag extra gestellt für. Mhm. Aber hier sehe ich jetzt nichts, was darauf hindeuten könnte, warum die nicht mehr da sind hier. Ne? Ich denke mal. Doch, da steht was. Störung der Totenruhe, warte mal. Grabsteine umgeworfen, 19 Rosen entwendet und ca. 15 Pflanzen zerstört. Ist das gemein, oder? Mhm. Geschädigt? Oh, seine Frau. War auf jeden Fall Polin. Ach, warte mal, hier habe ich noch was gefunden. Was ist das? Antragaufnahme hierdurch. Bitte ich Sie um Aufnahme im Besitz Wiese, Ackerland. Aha, an Vieh besitze ich 2 Kühe, ein Pferd kann ich noch erkennen. Ein Fresser? Was ist ein Fresser? Okay. 2 Schafe, tragende Sauen, Mastschwein und 3 Läufer. Was sind denn Läufer? Weiß ich auch nicht. Ja, schau mal hier, hier sind noch Krücken. Ja, die wird schon ein bisschen älter gewesen sein, ne? Aber es könnte dann wirklich darauf hindeuten, dass diese Person eventuell dann gestorben ist. Weil sonst würde sie ihre Krücken ja mitnehmen, oder? Also ich kenne das noch von deiner Oma, die hat auch mal ihre Krücken mitgenommen. Ja, die hatte die überall, auch als sie dann ausgezogen ist, ne? Mhm. Ja, hier war jemand auf Toilette und dachte sich, ich lege einfach ein bisschen Papier drauf, dann geht's schon. Okay, hier sind mehrere Zahnbürsten, 2, 4. Ja, ganz viel Duschgel, verschiedene. Aber die Badewanne ist ja ultra klein, ne? War voll tief. Oh, irgendwie. Okay, da sind auch Tierleichen drin, ne? Mäuse und so, die da nicht mehr rausgekommen sind. Weißt du, was ich mache? Damit die Mäuse nicht mehr sterben. Ja, damit die da wieder rauskommen. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die ja die Chance, sich dann daran festzuhalten. Hier ist auch so ein Stuhl. Ja, das ist meistens ein Stuhl. Warte mal, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist zum Duschen und so. Ja, ja, ja. Für alte Herrschaften, ne? Ja. So eine Duschhilfe. Hier vorne steht irgendwas eingelegtes. Sieht auf jeden Fall abartig aus. Was wie Bohnen oder so. Boah, mach mal auf, probier mal ein bisschen. Na lecker. Okay, ist auch noch mal so ein kleines Regal mit irgendwelchen Gläsern drin. Und dann haben wir jetzt hier das Wohnzimmer direkt, würde ich fast behaupten hier. Das ist aber schön. Früher war es bestimmt mal richtig schön. Guck mal hier mit dem Ofen. Ja. Ja, siehst du, sie konnten nämlich doch noch heizen. Ja, ja, ja. Mit Heizöl konnten sie normal über, wie nennt man die Dinger denn? Mit dem Heizkörper heizen. Mhm. Und hier über dem Ofen.
Ja, ich denke mal, dass die Heizungen dann nachträglich eingekommen sind, ne? Ja, früher dann mit dem Ofen und dann später mit den Heizkörpern. Ja. Faszination Paragliding. Ich meine, wir haben ja auch schon Skier gesehen, ne? Die waren bestimmt vielleicht so ein bisschen. Waren vielleicht ein bisschen outdoor-aktiv. Sportlich unterwegs, ja. Alle Folgen von Sissi hier. Sissi 1, Sissi 3 sehe ich hier. Und guck mal, eine Geburtstagsfeier vom 27.03.99. Was haben wir hier noch von der PlayStation 1 durchgerissen? Guck mal hier. Nothing gets closer. Ist noch ein Urlaubsfoto. Ach, hier wieder schön alte Gläser. Die kennt man auch noch von Oma. So eine hier. Ja, ne, typische Oma-Gläser. Die kennt man noch von früher, ja. So dünnes Glas, wenn Oma gesagt hat, hier, pass auf, wenn du es in die Hand nimmst. Schau mal, da ist noch ein Foto wahrscheinlich von dem Kind hier. Oh. Tatsächlich. Denke ich auch, ja. Kannst du ein Datum darauf ablesen? Nee, es steht kein Datum drauf. Schade. Also irgendwie traurig, ne, dass jetzt hier noch so eine Bilder liegen von Kindern und so. Oh, ein Lottoheft. Guck mal, die haben hier richtig Buch geführt, wie sie gespielt haben. Monstermäßiger Schutz für die Umwelt. Ah ja. Dann hoffe ich doch, dass sie auch so viel, wie sie hier reingeschrieben haben, auch mal so richtig fett gewonnen haben, oder? Ja, ne? Die Sachen sehen hier so hingelegt aus. Hä? Oberteil, Latte? Unterteil. Nee, da hat sich jemand einen Spaß erlaubt, weil guck mal, die Wolle liegt auch extra oben drauf. Ach so, als würden hier noch Leute sitzen, oder was? Ja. Wollen wir hier lang mal weitergehen? Ja, raus aus dem Wohnzimmer. Warte mal, geht hier eigentlich noch Strom? Warte mal, die guckt hier. Nee. Nee, geht nicht, ne? Licht bleibt aus. Ach, überall, so mit diesen Tischdecken und so. Die Frau war polnisch, ne? Ja, genau, haben wir rausgefunden. Deswegen sieht das hier auch genauso aus wie bei meiner Oma. Dieses so. Ja, dieser Stil, ne? Ja, merkt man irgendwie. Hier ist auch nochmal so ein Indiz dafür, dass der Herr, der hier gelebt hat, irgendeinen Bauberuf hatte. Hier, Baumaschinenkunde für Bauberufe. Oh, was ist denn das hier? Oh, hier geht es ja sogar noch hoch, ne? Wahnsinn. Ah, gucken wir erstmal unten, bevor wir hochgehen. Ja. Erstmal nach links, oder? Erstmal nach links. Erstmal nach links. Kriegt ihr nochmal kurz einen Blick, da geht's gleich rein. Jetzt folgen wir mit Jana hier nach links. Auch so ein Bücherregal. Was haben Sie denn gerne gelesen? Der große Ozean. Werner Reinowski. Irgendwelche polnischen Bücher, ich gucke mal. Ne? Götze, gute Mühe, aber hier sind eher deutsche Bücher. Also nur deutsche Bücher. Ja, was sieht man jetzt hier auf dem Tisch? Alles Mögliche an. Sieht aus wie so eine Osterkörbe, ne? Hey, wir waren doch schon im Wohnzimmer, oder? Die Stube. Ja. Oder nee, warte mal, das ist hier vielleicht ein Durchgangszimmer. Aber auch mit einem Fernseher. Okay, also Katzen was geben, Taschentücher mit Hinweisen. Den Schlüssel für die Waschküche musst du haben, noch vom letzten Mal. Fische reinstecken, Mutti. Was für Fische reinstecken? Hä? Was denn für Fische? Keine Ahnung, ne? Ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal so einen alten Röhrenfernseher. Formel 1 von 2004, die Saison. Ja, ist ja genau deins, ne? Hab ich das früher gefeiert, Leute. Schumacher? Hat die Tochter vielleicht nicht hier irgendwie gelebt? Die Tochter? Dass sie hier vielleicht alle zusammen irgendwie gelebt haben? Ja, oder? Oh, so ein Schlafzimmer finde ich immer sehr, sehr privat, ne? Ist das der Raum, wo sie gestorben sein soll? Ich glaube, ja. Oh. Oh, ja. Doch, das sieht doch verdächtig danach aus. Irgendwie ja, ne? Ja. Der ganze Schmutz hier auf dem Bett und so. Guck dir mal die Tagesdecke an. Ja. Oder was sagst du? Ja, doch. Und ist auch übelst durchgelegen, das Bett. Siehst du das? Vielleicht war die Person dann auch schon sehr lange bettlägerig oder was? Na gut, jetzt haben sich auch Mäuse hier dran bedient, ne? So, aber... Aber trotzdem. Ja, aber die Decke sieht doch wirklich so ein bisschen... Unangenehm. Bei unserer Erkundung des Hauses sind wir nun höchstwahrscheinlich in den Raum gelangt, in dem vermutlich die Dame des Hauses gestorben ist. Vieles deutet darauf hin. Die Bettbezüge weisen Spuren von Verunreinigung auf. Handelt es sich dabei möglicherweise um Leichenflüssigkeit? Einen tragischen Todesfall schließen wir aber aus. Die Bewohner des Hauses scheinen sich bereits im fortgeschrittenen Alter befunden zu haben. Und wie das Leben seinen Anfang findet, so findet es auch irgendwann ein Ende. Hier sieht man so diese typischen Oma-Jäckchen. Aber wirklich, ey. Volles Brot, oder? Ja, typisches Oma-Jäckchen. Ja, Mann.
Übel. Hier ist noch ein Bügelbrett mit einem Bügeleisen. Hast du es gesehen? Hat sich irgendwas bewegt gerade? Nee. Ah, meine ich sowas. Ich gehe schon raus. Wenn es jemanden anspringt, dann bitte dich. Nee. Bitte nicht. Hier geht's ja auch noch lang. Hä, das Ding hier ist unterkellert? Oh, okay, das ist voll gruselig. Das riecht hier sogar noch nach Küche. Ja, ne? Da liegt noch Leberwurst. Köstlich. Nee. Köstlich. Wann ist der? Hä, es ist immer dieselbe Apotheke. In sämtlichen Losbeis ist es immer... Oh, scheiße. Ich wollte nur nett sein und die Tür wieder schließen. Alles entgegen. Von 2018 noch, ne? Also es ist noch nicht so lange. Ist noch nicht so lange, ne. So, hier wurden unzählige Tapeten hingelegt. Das ist echtes Silber, ne? Das könnte echtes Silber sein, ja. So, warum jetzt hier so viele Tapeten hier? Warum? In der Küche. Vielleicht sollte renoviert werden und dann sind sie aber irgendwie doch nicht mehr dazu gekommen. Möchtest du mal runtergehen? Ja, ich wollte mal kurz in den Geschirrspüler reingucken. Oh, das willst du tun? Klar. Okay, der ist sauber. Das ist sauber. Generell habe ich eher das Gefühl, dass die eigentlich ganz sauber waren, die Leute hier. Ja, also das, was man jetzt hier sieht, ist eigentlich eher nur abgerockt, ne? Die Zeit hat sich das hier so ein bisschen geholt. Aber ansonsten... Oh, jetzt schicke ich Basti erstmal in den Keller. Okay. Basti muss in den Keller. Ach, Keller ist immer so ein... Das ist richtig gruselig. Guck mal einfach da runter. Dein Ernst? Also ich rein? Richtig ekelhaftes Gefühl, ne? Ja, aber irgendwie Spock. Na los. Keller ist immer so ein bisschen special-mäßig. Sich Einweggläser, hier auch unzählige Gläser. Also da hinten sind auf jeden Fall befüllt. Die hier vorne sind alle noch leer. Gut, also hatten wir hier eine Ordnung gehabt. Aber hier unten riecht es schon ordentlich nach Schimmel, muss ich sagen. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht so lange bleiben. Da sehe ich noch irgendwelche Flaschen. Ich weiß nicht, sind das vielleicht Weinflaschen oder so? Ja, und hier die völlig verschimmelte Leberwurst. Und irgendwelche anderen Sachen, die hier eingelegt worden sind. Jetzt, wo Basti unten ist, kann ich euch ja nochmal die Geschichte erzählen, warum wir dem Ganzen hier ein bisschen so auf die Spur gehen wollten. Also, wir haben ein Video gesehen, in dem wurde gesagt, dass die Feuerwehr hier jemanden aus dem Haus holen musste. So, Schlüssel steckt noch. Das heißt, die mussten hier alles aufbrechen, um hier reinzukommen. Und es musste provisorisch geschlossen werden, entweder von der Feuerwehr oder vom Schlüsseldienst. Also, das Bett ist wirklich dreckig. Ja, also, dass man vielleicht so davon ausgehen könnte, Leichenflüssigkeit oder so, ja. Gut, dann gehe ich mal wieder nach oben zu Diana. Oh, das riecht ja schon doch ordentlich verschimmelt hier unten. Schönen guten Tag, was machen Sie da? Ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken. Kommen Sie mal ganz schnell nach oben hier. Ah ja. So, dann würde ich auch schon sagen, gehen wir direkt nach oben, ne? Das ist wie so eine eigene Wohnung nochmal. Hier war ja doch richtig mit Toilettenanschluss, guck mal. Na, also haben sie das doch genehmigt gekriegt dann, oder wie? Also nachträglich dann? Wie unheimlich. Ja, Vater, guck dich jetzt einfach jemand an. Tretet ein, meine Kinder. Schaut euch das an, ich glaub's kaum. Hier ist die Lampe schon von der Decke gekommen. Das ist so ein richtiger Aufenthaltsraum, ne? Ja, irgendwie cool, ey. Aber irgendwie passt der Raum gar nicht hier in dieses Haus. Ne, irgendwie nicht, ne? Riechst du das? Das riecht richtig nach so einem alten, so ein altes Schulgebäude oder so. Alles noch fein säuberlich hier in dem Schrank einsortiert. Hier so eine Eisbecher. Ich finde dieses Zucker und Mehl viel cooler. Die Bottische da. Oben die Teile sind schon kaputt, aber trotzdem cool. Ist da noch was drin? Nö. Hier finde ich das Ding ja gruselig, oder? Ist da oben? Sieht wirklich gruselig aus. Das ist wirklich unheimlich. Oder? Uah. Hat vielleicht das Kind gemacht oder so. Ja. Aber aus trotzdem, Wurzel und? Also ein Stück Wurzel und halt irgendwie so ein Tanzapfen oder irgendwas. Ja. Also hier war schon länger keiner dran. Über das Haus wussten wir jetzt echt nicht viel. Wir haben halt sämtliche Sachen rausbekommen. Ja. Dass sie Hühner gehalten haben. Dann hatten sie noch Hektar Land irgendwie gehabt. Ja, ein Pferd hatten sie auch, haben wir so, auch gesehen. Dann haben sie beantragt, überhaupt hier Wasseranschluss zu bekommen und Heizung. Ja, das sieht man die quasi, die Wahnsinn. Sachen. Ne, wir sehen jetzt hier eine Heizung und wissen, okay, das muss nachträglich reingekommen sein irgendwann. Ja, genau. So, man erfährt halt echt viel, wenn noch ein paar Sachen in so einem Haus sind, ne?
Jetzt ist hier der nächste Raum. Es ist auch wieder ein Schlafraum. Das hier finde ich ja interessant. Erstmal, hier liegen Scheiden. Diese Scheide finde ich ja unglaublich interessant. Das ist doch aus Haut oder sowas. Sieht jetzt nicht aus wie Kunststoff, oder? Nee. Auf jeden Fall irgendwas Religiöses hier. Das sieht natürlich aus wie so ein... ist die Krippe. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. So. Warum er hier geschlafen hat? Weil unten haben ja auch schon welche geschlafen. Ja, unten war Doppelbett. Oben ist Doppelbett. So. Ich denke mal, dass sie wirklich vielleicht mit ihrer, keine Ahnung, älteren Tochter oder so zusammengelebt haben. Und die hatte vielleicht noch ein Kind. Wieder Kleiderschränke. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts gefunden, was auf eine jüngere Frau hinweist. Weil hier hängen auch wieder nur Sachen von einer älteren Person. Von einer älteren Frau, ja. So, aber wer weiß, guck mal. Wir haben jetzt 2018. Du hast gesagt, jetzt sind die wie alt? 90? 90, ja. Naja, dann war die Tochter vielleicht selber schon 60, 70. Ja, stimmt. Ja. Kann da sein, klar. Leute, ja? Da alles irgendwie so ein bisschen... Wenn die alle irgendwie zusammengelebt haben, so. Ja, genau. So viele Räume, wie hier sind. Hier ist doch ein Reisekoffer von... Ach, hier steht wieder ein anderer Name drauf. Die andere war ja die ganze Zeit die... Das war die Frau von dem Herrn, die hier gelebt hat. Mhm. Und hier ist ein Koffer von der... Neuer Name. Ich finde diese Koffer so geil. Was krabbelt denn da raus? Das ist keine Hummel, das ist irgendwas Großes. Das ist eine Hummel. Ja? Ja. Ich hab eine Vermutung. Was? Pass auf. Ja? Keine Vermutung jetzt von mir. Ich komm nochmal hoch. Also, wir haben ja gesehen, ältere Dame und ein Herr. Ja. So, der Herr hat ja irgendwie im Bau gearbeitet. Genau. Vielleicht war er selber schon etwas Höheres. Die hatte vielleicht eine eigene Firma oder so. Ist ja jetzt Spekulation? Keine Ahnung. Den haben wir auch gesehen. Haben wir auch gesehen? So. Jetzt stell dir vor, er hat hier vielleicht immer Leute empfangen, wenn es dann irgendwelche Besprechungen gab. Ach so, ja. Natürlich. Von seiner Firma oder sowas. Könnte durchaus möglich sein, weil das sieht mir aus wie so ein Empfangsraum hier. Ja, stimmt, wo man so kleine Sitzungen so hält. So eine kleine Konferenz hält oder sowas, ja, ne? Ja, stimmt. Ja, klar. Würde auch irgendwie Sinn ergeben. Guck mal, unten kommst du dann rein und brauchst dann nur die Stufen hochgehen und hast dann hier oben deinen kleinen Konferenzraum. Also das ist jetzt das, was ich mir jetzt hier zusammenreime irgendwie. Das könnte auch stimmen, ja. So, ihr Lieben, es war wieder ein ultra spannender und interessanter Lost Place. Ja, so viel zu entdecken, so viel zu sehen. Wir haben viele Sachen rausbekommen, einfach anhand der Unterlagen und genau, den Sachen, die wir gesehen haben. Ob hier jemand gestorben ist, man weiß es nicht, man kann es nur erahnen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.